Jetzt geht's nach Hannover in den Zoo. Coole Aktion. Ich werde unter anderem auf der Bühne sein mit meinem Partner ViewSonic. Thema hybrides Lernen, hybride Lehre der Zukunft. Ich bin gleich tief auf dem Event im Rechte. Ja, dann gehen Sie einmal ganz kurz in den Service rein. Nee, wir kommen wohl so rein. Sind die Frage wo, ne? Lass dich verlaufen. Lass dich meine Familie kaputt, ey. So, wir mussten erstmal den Weg finden durch den Erlebniszoo hier in Hannover. Coole Location, da ist gleich die Bühne, wo ich meinen Vortrag halte und dann auch in der Podiumsdiskussion über die Chancen sprechen werde, wenn wir jetzt einfach auch mal umsetzen. Vorhin angekommen, musste ich natürlich direkt ans Viewboard ein paar Matheformeln anschreiben. Ja, ist eine super Stimmung hier, wirklich tolle Location. Ich freue mich jetzt auf den Vortrag gleich, auf geht's. Und ich werde berichten später, wie es war. Und freue mich über jeden, auch das sage ich ja zwischendurch immer. Wenn da was ist, dann musst du das eben testen. Und du kannst keinen Medienkompetenzplan über 40 Seiten schreiben, weil wir nicht wissen, wo es hingeht. So kam ich mit ViewSonic zusammen und die haben dann gesagt, alles klar, wir haben das Viewboard, wir haben eine Software dahinter, sollen wir nicht mal testen, sollen wir nicht mal gucken, was geht. Alles klar, lass überlegen. Ich schraube das Ding an, los geht's, Videoproduktion, Livestreams machen. Auf einmal bist du in einem Livestream, du weißt noch gar nicht, was passiert. Wie sieht hybrider Unterricht der Zukunft aus? Wie gehen wir von klassisch analog, ich stehe jetzt hier, habe eigentlich eine Tafel hier und bespaße euch 45 Minuten mit Mathe. Ja, eine Möglichkeit war, ich nehme die ganzen Mathe-Einheiten auf, in kleinen Erklärvideos, stell die bereit. Das nächste ist, was wäre, wenn ich jetzt einen hybriden Remote-Unterricht mache und wir schalten jetzt noch 50, 100 andere Leute mit dazu? Dieser Gedankengang, Social Media zu nutzen, um mit Wissensinhalten zu begeistern, aber auch mit Umsetzungen, was man eben gestalterisch zum Thema Digitalisierung macht. Denn das Warten auf, wie geht's jetzt weiter, da können wir gleich auch noch drüber sprechen, Digitalpakt, wie geht's weiter? Was ist mit den Geldern? Wenn ich höre, dass in NRW mal eben wieder 100 Millionen verpuffen, weil die Anträge nicht durchgegangen sind, dann sage ich mir, also, ich meine, ihr müsst ja mir die 100 Millionen nicht geben, aber ist das so weit gedacht, die 100 Millionen jetzt in Visionsfonds zu packen? Ist ja jetzt nicht so, dass irgendeine Lehrkraft einfach schreit, hey, ich brauche 50.000 Euro und dann wird mal eben überwiesen und er holt sich einen Porsche dafür. Ich nehme wieder den Klassiker, der Physiklehrer, der wird schon einen Einseiter schreiben können, was er grob vorhat und wie viel er braucht, aber die Gelder dann nicht verpuffen zu lassen, da merkt ihr schon, also da werde ich juckelig und da ist die Frage, wie kann ich jetzt auch mit meinem Auftreten draußen medial positiverweise Druck aufbauen? Wie kannst du, wenn du einen Livestream machst, andere dazu und wie kannst du gemeinsam an einem Board arbeiten? Weil darum geht es ja am Ende des Tages, auch andere mit einbeziehen zu können. So, das heißt, wo scheitere ich, wenn ich einfach nur platt irgendwo dran schreibe? Die Möglichkeiten könnt ihr euch vorstellen, das ist jetzt eine riesenlange Liste. So, und es ist eigentlich am Ende des Tages dann ein Engagement-Prozess und das sind ja auch die Rückmeldungen von meinen Schülerinnen und Schülern. Das sind ja bei mir eben die Follower, die mit mir lernen, die dann sagen, hey super, dass ich im Livestream jetzt mal mit dir bin und nicht nur passiv irgendwo sitze und ich sehe dich, wie du einfach an die Tafel gehst und wieder weg. Und kurz Resümee von meinem Vortrag und unserer Diskussion, was ist jetzt zu tun? Erstmal danke, Daniel, dass ich hier sein darf. Ich glaube, es ist einiges zu tun. Es ist letztendlich so, die Quintessenz ist, dass die Lehrer einfach ausprobieren müssen. Sie müssen sich einfach mal die Geräte beschaffen, sei es nun interaktive Displays, iPads, Tablets, Rechner, ganz egal was. Sie müssen sich die Produkte einfach mal beschaffen und testen und sich austoben. Und sie müssen es auch dürfen, man muss ihnen Leine geben. Und wenn das der Fall ist, was jetzt Gott sei Dank verstärkt passiert, was macht ViewSonic? Absolut, gebe ich dir recht. Also sie müssen das dürfen und wir helfen und unterstützen in dem Fall, dass wir ganz klar sagen, hey liebe Lehrer, wir kommen zu euch rausgefahren, wir haben unser Equipment dabei, wir zeigen euch 2-3 Stunden einfach mal, wie funktioniert die Hardware, wie funktioniert die Software und vor allem, wie kann ich methodisch, didaktisch an so einem Gerät unterrichten und meine alten bestehenden Materialien einbinden und sinnvoll nutzen. Super, danke dir. Sehr gerne. Ist mir egal, ob 5000 Leute da sind oder 5, deshalb verfilme ich alles immer und stelle es im Nachgang dann zur Verfügung. Speech, Inhalte, weiter. Und dann kann jeder teilen, wie er mag.